So, wir bestimmen mal den GGT von zwei Zahlen, ja, mit Hilfe des euklidischen Algorithmus. Bestimme den größten gemeinsamen Teiler von 1410 und 137. So. Man sieht schon, da muss man jetzt ein bisschen Kopf rechnen, ne? Wir machen es erstmal ausführlich mit Hilfe der Division mit Rest. Anschließend machen wir nochmal eine tabellarische Kurzform, wenn man geübt ist, dass man sich ein bisschen Schreibarbeit sparen kann. Okay, wir machen also erstmal Division mit Rest. Wir teilen 1410, teilen wir durch 137 und gucken, was da für ein Rest rauskommt. Manche schreiben das anders hin, 1410 durch 137 ist gleich irgendwas, Rest irgendwas. Das ist aber algebraisch nicht ganz so schön, gell? Wir versuchen es mal mit der Form A ist gleich Q mal B plus R aufzuschreiben. Ja? Also A ist gleich Q mal B plus R. Die 137 geht wie oft in A hinein? Das ist Q. Und anschließend bleibt ein Rest R übrig. Gut, wie oft geht die 137 in die 1410? Naja, man sieht auf den ersten Blick mal 10 ist 1370, dann bleiben noch 40 übrig, da geht die 137 nicht mehr rein. Also es ist tatsächlich 10 mal 137 plus 40. So, jetzt nehmen wir uns B. B. Und R und machen das Ganze nochmal. Ups, naja, das war ein bisschen zu weit. Moment. Hier müssen wir hin. So. Und zwar müssen wir jetzt schauen. 137 ist gleich wie viel mal 40 plus was, ne? Also hier. Wie oft geht die 40 in 137 und welcher Rest bleibt da? Also wie oft geht die 40 in 137? Die geht dreimal da rein, denn 3 mal 40 ist 120, bleibt 17 übrig. Gut. Jetzt nehmen wir wieder unser B und unser R und es wird zum neuen A und B. Ne? So. 40 ist gleich mal 17 plus, na hier, wie oft geht die 17 in die 40? Die geht zweimal rein, 2 mal 17 ist 34, bleibt 6 übrig. So. Und wieder von vorne. Wir nehmen uns diese beiden Zahlen, so, teilen 17 durch 6 mit Rest. Was ist das? Die 6 geht in die 17 zweimal rein. Ne? 2 mal 6 ist 12, bleibt 5 übrig. So, jetzt wird es langsam eng mit dem Platz. Wir müssen langsam zum Ende kommen, aber wir sehen, es dauert ja nicht mehr lang hier. So, 6 ist gleich 1 mal 5 plus 1. Ne? So, und jetzt habe ich Kästchen vergessen. So. Man muss auch das auch nicht so bunt malen, ne? Das kann man alles ohne diese Striche machen. Ich mache es nur zur Verdeutlichung jetzt, welche Zahl man jeweils nimmt. So, 5 ist gleich 5 mal 1 plus 0. So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Und ja, jetzt sieht man den GGT an zwei Stellen, nämlich. Das hier ist der GGT, also der Rest, der als letztes übrig bleibt. Ne? Hier die 0 ist ja letztlich kein Rest. Also der letzte positive Rest, der übrig bleibt, ist der GGT oder diese Zahl. Ne? Das ist ja die gleiche, die habe ich einfach hier rübergenommen. So, also der GGT ist 1. So. Wenn man es ein bisschen kürzer machen will, kann man es folgendermaßen machen. Man macht sich eine Tabelle. Da schreibt man rein A, B und R. Das Q braucht man ja eigentlich nicht, ne?
Das kann man sich merken oder im Kopf behalten. Kann man auch aufschreiben, wenn man will, muss man aber nicht unbedingt. So. Also die 1410, das ist 10 mal 137 plus 40. Ne? Jetzt übernehme ich diese beiden Zahlen B und R hier rein und muss überlegen, die 40 geht 3 mal in die 137, 3 mal 40 ist 120, bleibt 17 übrig. So, 40, 17. 2 mal 17 ist 34, bleibt 6 übrig. So, die 6 geht in die 17 zweimal rein, bleibt 5 übrig. So, und hinten wird es einfach. 5 geht einmal rein, 1 bleibt übrig. So. Und die 1 geht in die 5 fünfmal und dann bleibt 0 übrig. Ja, okay. Und auch hier sieht man den GGT entweder hier oder hier. Gut. Diese Form, diese tabellarische Form ist natürlich die schnelle Variante. Wenn man geübt ist und fix ist, kriegt man das so hin. Und dann ist man auch schnell, ne?